Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Banishers Ghosts of New Eden mit den Pirates. Wir machen weiter. Schön, dass ihr hier wieder am Start seid. Und wir gehen jetzt zurück zu unserem Lagerfeuer. Oh, letzte Folge hatten wir einen harten Kampf. Wir sind aber siegreich hervorgegangen. Natürlich, siegreich hier wieder mal. Ach, reden, aber das war hart. Aber ich sag mal so, ich musste wirklich mit einem Trick zum Kniffen kämpfen, mehr gefühlt. Also ich habe auch wirklich... Ich war sehr, sehr passiv im Kampf und so konnte ich gewinnen. Die zweite Welle hat mich so weggehauen und dann die dritte musste ich mit wenig Ressourcen... Ah, drei habe ich. Achso, ich kann welche nehmen. Achso, stimmt, ich kann welche nehmen, wenn ich eine brauche. Cool. Ah, okay, hätte ich so machen können. Gut, ja, dann würde ich sagen, geht's wieder zurück, ne? Was ist das eigentlich? Ich meine, wir müssen jetzt eh hier noch ein bisschen bleiben. Was ist denn hier? Oh Gott, nicht nochmal oder was, oder? Ne, warte. Natürlich. Wenn hier schon ein Schirm ist, hau ich die erstmal weg. Da kommen noch mehr. Ja, ehrlich, hey, das ist doch nicht dein Ernst. Ja. Ich hab hier was für dich. Ah, okay. Oh. Nicht auszuhalten mit den Viechern. Was ist denn das? Schon wieder ein Fluch. Drei Wachposten. Aha. Ja, sind sie weg oder wie? Nähe eines Teiches. Das wäre dann ja das, ne? Dann ja hier. Ja, gut, das mache ich nicht. Ah ne, das war das Ding. Ja.
Ah, Wolle. Toll. Ach, hier ist Ende. Naja, da ist ja auch nix. Warte mal. Hier ist der Fluss. Okay, da sind zwei Fackeln. Okay, hier ist der Fluss und da sind zwei Fackeln. Das wäre ja der. Und zwei. Aha. Werden beide? Nee, so, nee. Oben ist auch eine Fackel, warte mal. Hexenstein, naja. Die beiden, ne? Warte mal, die würden hinkommen. Ja. Ist denn direkt neben der Fackel oder neben der brennenden Fackel? Ja, nicht so ganz, ne? Da muss auch ein bisschen Schutt dabei sein.
Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanner. Was ist hier denn? Ah, nice. Hier bekomme ich auch nicht Ressourcen. Na, aber hier ist ja nichts. Oder ist es woanders? Nee, oder? Ist es woanders? Nähe eines Teiches. Besitz. Ja, dann wüsste ich aber. Hier, bedien dich. Genau. Bedien dich. In Nähe eines Teiches. Ja, oder was? Okay. Naja, kriegt noch keinen. Ernsthaft, du Kumpel. Danke. Ne. Hier ist auch nichts, außer dass wir noch ein paar Materialien haben. Ich meine, das ist ja auch ganz nett, aber irgendwie, nee. Nö. Schade. Ich glaube, es war anders. Ah, okay. Gut. Dann gehen wir mal zu den Aktivitäten. Haben wir lang genug jetzt hier rumgesucht und nochmal alles hier befreit. Genau. Ja. Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe.
Das zweite wäre auch unter der Fahne gewesen, ne? Warte mal. Was hier? Ja, kann man schon sagen. Ja, beim Haus. Ja, hier so, ne? Ah, oder hier. Hallöchen. Dieses Ding steckt voller Niedertracht. So, hier ist auch eins. Hier war keine Dinger. Klasse. Okay, gut, dann. Würde ich sagen, müssen wir mal warten, bis wir die Dinger finden. Wie kommen wir jetzt wieder nach oben? Ja, danke. Können wir den ja auch kaputt machen? Nee, ne? Wow. Ah! Cool. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Gute Frage, nächste Frage. Das kann ich hier nicht beantworten. So. Gehen wir erstmal weiter. Schnell reiten. Hier hin. Mhm. Okay, gucken wir uns eine Aktivität mal an. Mal gucken, was die Ecken erkunden. Ja, ja, das machen wir gleich. Wenn nicht gleich, machen wir irgendwann mal. Ich glaube, bis wir das machen, dauert noch ein bisschen. Habt ihr einen Moment, Verbanner? Ich hatte mich gefragt, ob ich eure Dienste in Anspruch nehmen könnte. Natürlich gegen Bezahlung. Was braucht ihr? Ich hätte Arthur Carty gebraucht, aber in der Hinsicht habt ihr bereits genug getan. Nein, was ich brauche, ist Eisen. Das Beste, das ihr findet. Mein Vorrat geht zur Neige. Ich schmelze schon alles ein, aber im Lager gibt es einfach nichts mehr. Ich könnte im Wald suchen, aber wir brauchen Nägel, und zwar jetzt. Ich kann das Lager nicht verlassen. Ihr schon. Natürlich gegen eine Gebühr. Ja, vielleicht kann ich das tun. Gegen Bezahlung, versteht sich. Ich habe gehört, Fort Jericho hatte einen Schmied. Vielleicht habt ihr dort Glück. Wie stehen die Dinge? Wie geht es euch, Mrs. Heaton? Wie soll es mir wohl gehen? Beschissen. Ich habe meinen besten Freund verloren. Kate hat euch geschickt zu helfen und jetzt bin ich ganz allein. Eure Wut ist nachvollziehbar. Und was werdet ihr dagegen tun? Nichts natürlich. Was werdet ihr jetzt tun? Keine Ahnung. Vielleicht kümmere ich mich allein um die Schmiede. Oder ich mache, was ich früher gemacht habe und widme mich der Kräuterkunde. Eine Heilerin wäre hier sicher nützlich. Euch sicherlich nicht. Danke. Leb wohl. Habt Dank für eure Zeit, Mrs. Heaton. Habt Dank für nichts, Verbanner. Danke für gar nichts. ja. Ah, wie geil. Habt Dank für gar nichts, tatsächlich. Wo ist die Mission? Da ist mir guten Town, okay. Wo ist die Mission? Da oben. Ja,
Klicker. Ja, genau. Gut, dann müssen sie so goldene Orientierungspunkte mal angucken. Oder gibt's da mal R? Oder mit Lunge ist aber nicht, ne? Nee. Okay. Das sind dann die Konsequenzen, oder wie? Ach so, das ist cool gemacht. Red McGrath. So steht's mein Name. So steht's geschrieben. Aha, bei Leichen identifiziert. Mhm. Cool. Na, warte mal. Ja, einer ist einfach Remember. Ja, hoffentlich werdet ihr euch noch lange an diesen verstorbenen Menschen erinnern. An Remember. Okay, das ist aber ein cooler Name. So ein Grabspruch, bestimmt. Da kann man bestimmt einiges machen, erinnern. Ein cooler Name. Ich habe nicht mit euch gerechnet. Ich bin auf dem Rückweg nach New Edentown. Dort seid ihr auf euch allein gestellt. Ja, ist ja gut. Über die Bestie? Wollt ihr über die Sache mit der Bestie sprechen? Ihr habt meine Schwester ermordet. Ich habe euch nichts weiter zu sagen. Na, mein Beileid, Flixkin war schuld. Oh, mein Beileid. Sorry. Mein Beileid. Flixkin bat mich, den Wald von der Bestie zu befreien. Ich habe dem Spuk ein Ende bereitet. Eure Arbeit stellt euch vor furchtbare Entscheidungen. Ich hoffe, sie lasten schwer auf euch. Das tun sie. Mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Danke für eure ehrlichen Worte, Red McGrath. Ich glaube euch. Aber jetzt, wo das vorbei ist, wir müssen doch über das Finanzielle reden. Alter, wir sind so ein Bastard, ne? Wir sind ein Bastard durch und durch. Wir töten die Schwester und jetzt so, eure Schwester schuldet mir Geld. Aber es ist so. Ich erwähne das nur ungern, aber eure Schwester hat mir Geld geschuldet. Und nun? Ich habe meine Arbeit erledigt. Als die neue Anführerin des Lagers gehen die Schulden auf euch über. Ja. Dass ich das richtig verstehe. Ihr tötet meine Schwester. Und jetzt wollt ihr von mir auch noch dafür bezahlt werden? Ja. Ja, ich arbeite nicht umsonst. Die Bestie ist tot. Und ich arbeite nicht umsonst. Ihr seid ein dreister Bastard, wisst ihr das? Ich hoffe, eure Mutter ist richtig stolz auf euch. Man beauftragt einen Verbanner nicht, um zu kriegen, was man will, sondern damit getan wird, was getan werden muss. Die Bestie ist tot. Bezahlt mich. Hier, nehmt euer Blutgeld für die schlechte Arbeit, die ihr so gut erledigt habt und schiebt ihn euch sonst wohin. Danke. Was gibt es Neues hier? Was gibt's hier Neues? Ich habe keine Zeit für Geschwätz. Oh, wie lautet euer Plan? Nun, da ihr hier das Sagen habt, was habt ihr vor? Wir führen zu Ende, was wir begonnen haben. Wir sammeln Kräfte, um New Eden für immer zu verlassen. Aber vorerst noch nicht. In ihren Herzen wohnt noch zu viel Furcht und zu wenig Hoffnung. Die Gefahr ist hier noch nicht gebannt. Vielleicht werden sie nie den Mut finden, von hier fortzugehen. Geht es den Menschen gut? Wie schlagen sich die Leute hier? Wir sind eben noch nicht über dem Berg, wenn ihr wisst, was ich meine. Der Siedlung scheint es gut zu gehen. Die Siedlung scheint unter eurem Kommando zu gedeihen. Wir haben Fortschritte gemacht, sind aber noch lange nicht bereit, weiterzuziehen. Habt ihr ihnen von Thixkin erzählt? Ich habe erzählt, sie sei auf der Jagd nach der Bestie umgekommen. Manche sind noch missmutig, aber Schlaf tut ihnen gut, nachdem die Albträume aufgehört haben. Der Fluch verliert den Einfluss. Die Bestie ist tot. Der Fluch verblasst. Das Wild kehrt langsam in den Wald zurück. Was ihr auch getan habt, es hat funktioniert. Doch manche Dinge bereiten uns nach wie vor Sorgen. Die Verstorbenen sind begraben, viele ohne Namen. Aber wir haben Spuren gefunden. Sie führen weit weg von hier, in den Wald. Einige sind vielleicht entkommen. Ich brauche Gewissheit. Ob sie noch am Leben sind, meint ihr? Ja, und wenn nicht, dass sie da nicht zurückkehren. Eine Bestie hat gereicht.
Eine neue Geißel ist nicht auszuschließen, aber äußerst unwahrscheinlich ohne den Einfluss des Albtraums. Dann sollten wir auf Nummer sicher gehen, nicht wahr? Danke. Ich bin den Spuren so weit gefolgt, wie ich konnte. Ich habe eine rote Fahne als Markierung hinterlassen. Dort bin ich umgekehrt. Okay. Bis zu unserem nächsten Treffen, Kate. Ja. 642 Meter. Das klingt sogar noch eine Anzahl, die man gut... Ja, das kann man gut zurücklegen. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen und mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Heute mal ein bisschen ruhiger. Und mal gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich danke fürs Zuschauen. Euer Pirates. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Denn dann geht's wieder weiter. Haut rein. Tschüss. Bis dann. Ciao.